Jetzt will ich mit euch sprechen über Zeuge sein mit Kraft und Feuer. Das berührt den wichtigsten Auftrag, den Jesus hatte und den auch uns gegeben hat, nämlich Seelen zu retten, Menschen zu retten. Und Jesus hat während seines Lebens gepredigt, er hat geheilt, er hat befreit, er hat gelehrt. Er hat die übernatürliche Kraft des Vaters weitergegeben, aber alles hatte einen Zweck, Verlorene zu retten. Und das war seine Leidenschaft, das war seine Vision und dafür ist er ans Kreuz gegangen. Aber bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er seine Vision, seine Mission weitergegeben an seine Jünger, an die, die an ihn glauben und damit auch an uns. Jeder von uns hat diesen Auftrag auszuführen, Seelen zu gewinnen. Da kann sich keiner rausnehmen, keiner rauswinden, keiner kann sagen, es war nicht meine Gabe, sondern der Evangelist Jesus Christus lebt in dir und in mir. Er hat uns geboten, Macht zu Jüngern. Er hat uns im Matthäus-Evangelium geboten, das Evangelium zu predigen. Im Markus-Evangelium hat er gesagt, Matthäus hat gesagt, dass wir zu Jüngern machen sollen, im Markus-Evangelium gesagt, dass wir das Evangelium predigen sollen und im Apostelgeschichte hat er uns gesagt, dass wir seine Zeugen sein werden. 1,8 Apostelgeschichte. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Ja. Ihr werdet meine Zeugen sein in Amen. Jerusalem, ja. In ganz Judäa und Samaria. Und bis an die Enden der Erde. Ja. Amen. 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 Die Frage ist, was ist nun der Unterschied zwischen Predigen und Bezeugen? Predigen heißt, eine Wahrheit des Evangeliums entfalten. Bezeugen aber heißt, unsere Erfahrungen mitzuteilen, was wir erlebt haben mit Gott. Natürlich hat das zu tun auch mit Gottes Wort. Natürlich hat das zu tun mit den Wahrheiten des Evangeliums. Aber es hat ganz stark diesen persönlichen Bezugspunkt, was ich erfahren und erlebt habe. Deshalb ist es etwas, was wir alle können. Wenn wir mit Jesus leben, können wir alle vielleicht nicht so gut verkündigen. Es kann der eine besser, der andere schlechter. Aber wir können alle bezeugen. Wir können alle unsere Erfahrungen weitersagen. Zum Beispiel, wenn man über Heilung predigt, dann versuchst du die Prinzipien von Heilung darzulegen. Aber wenn du Heilung bezeugst, sagst du einfach, was dir passiert ist. Das ist gar nicht so schwer, oder? Du sagst, Gott dich geheilt hat. Oder dass du jemanden kennst, den Gott geheilt hat. Also das Verkündigen und das Predigen einerseits und das Bezeugen andererseits sind zwei Wege, zwei Möglichkeiten, von Jesus zu reden. Und es ist wichtig, dass wir das Evangelium verkündigen. Diese Aufgabe können wir nicht ablegen. Das sollen wir auch nicht völlig ersetzen, dass wir nur bezeugen. Aber nur predigen ist auch nicht der Weg. Das Evangelium predigen und verkündigen und bezeugen, was wir erlebt haben. Die übernatürlichen Erfahrungen. Das, was wir gesehen haben, gehört haben, erfahren haben, ganz persönlich. Das macht uns zu glaubhaften Zeugen, denn niemand kann uns das widerlegen, was wir erlebt haben. Es ist unsere Geschichte. Und nicht jeder Gläubige ist berufen, ein Prediger zu sein, aber jeder ist berufen, ein Zeuge zu sein. Jeder von uns kann vor Gericht geladen werden, aber nicht jeder von uns kann im Jurastudium dozieren. Oder? Zum Beispiel. Aber jeder von uns kann vor Gericht geladen werden, um zu bezeugen, was wir erlebt haben, wo wir dabei waren. Und das sehen wir, was ein Zeuge ist in der natürlichen Welt. Ein Zeuge präsentiert Beweise aufgrund dessen, was er erlebt hat, aus erster Hand. Vor Gericht werden Zeugen benötigt. Und das, was ein Zeuge
beibringt an Beweis dadurch, dass er bestätigt und sagt, was er gesehen hat, was er erlebt hat, das kann eine Sache eben bestätigen oder eine Sache entkräften. Der Richter kann die Rolle nicht übernehmen des Zeugen, der Anwalt kann die Rolle des Zeugen nicht übernehmen, nur der Zeuge kann sagen, was er erlebt hat. Nur er kann den Beweis durch ein Zeugnis beibringen. Und wenn er das nicht tut, kann der Richter nicht zu einem Urteil gelangen. Es gibt zwei Arten von Zeugnis. Das eine ist indirekt, das andere ist direkt. Die indirekte Sache ist das, was mit Umständen zu tun hat, wo er nicht direkt was weiß, aber was es im Wesentlichen, im weitesten Sinne berührt. Aber der direkte Beweis ist etwas, was man direkt erfahren, direkt erlebt hat. Nun, wer ist ein Zeuge von Jesus? Zeuge, das ist das Wort Martis. Ein Zeuge ist jemand, der spricht, der etwas bezeugt. Wir sind ein lebendiges Zeugnis durch das, was wir mit Gott erleben. Unser Leben ist ein lebendiges Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Du wirst sagen, Martis, das hört sich so ähnlich an wie Märtyrer. Ein Märtyrer ist einer, der bei seinem Zeugnis bleibt, auch wenn es ihm sein Leben kostet. Ein Blutzeuge sagt man auch zu einem Märtyrer. Ein Zeuge ist jemand, der bezeugen kann, was er oder sie gesehen oder gehört hat. Apostelgeschichte 4,20, denn wir können nicht anders als darüber zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Also was ein Zeuge präsentiert vor Gericht, das ist ein Beweis, das ist aussagekräftig, das kann einen Menschen verurteilen oder entlasten. Wenn man ein Zeugnis manipuliert, dann ist das ein schweres Vergehen. Und wenn ein Zeuge sich verweigert auszusagen, dann weist er die Autorität des Gerichts zurück. Wenn wir uns also verweigern, auszusagen, was wir mit Jesus erlebt haben, dann weisen wir die Autorität des himmlischen Gerichtes zurück. Der Herr hat uns beauftragt, geht in alle Welt, predigt das Evangelium jeder Kreatur, Markus 16, Vers 15, und Christus ist der wahre und treue Zeuge, in Offenbarung 3, Vers 14. Also wenn wir nicht bezeugen, wenn wir schweigen, sind wir nicht ein wahrer Zeuge, sondern ein unwahrer, kein treuer Zeuge, sondern ein untreuer Zeuge. Jesus aber war ein wahrer und ein treuer Zeuge. Und er hat es bis zum Tod getan. Paulus schreibt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist, und das gute Bekenntnis in der Gegenwart vieler Zeugen bekannt hast. Ich fordere dich auf, im Angesicht Gottes, der allen Dingen Leben gibt, und vor Christus Jesus, der das gute Bekenntnis bezeugt hat vor Pontius Pilatus. Was für ein Bekenntnis hat Jesus vor Pontius Pilatus bezeugt? Er hat bezeugt, dass er ein König ist. Pilatus fragte ihn, dann bist du also ein König? Als er sagte, mein Königreich ist nicht von dieser Welt, dann fragte ihn Pilatus, dann bist du also ein König? Und Jesus bezeugte es. Er sagte in Johannes 18, du hast recht gesagt, dass ich ein König bin, denn deswegen bin ich geboren und aus diesem Grund bin ich in diese Welt gekommen, dass ich Zeugnis ablege von der Wahrheit. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört
meine Stimme. Jesus blieb nicht still. Er hat nicht um den heißen Brei rumgeredet. Er hat sich nicht versucht rauszuwinden, seine Haut zu retten. Er hat bezeugt, dass er ein König ist. Und letztlich hat ihm diese Aussage, dass er ein König ist, das Leben gekostet. Denn genau dessen beschuldigen sie ja, er will eine Königsherrschaft aufrichten und er hat es praktisch nicht dementiert. Er hat eigentlich das, was ihm vorgeworfen haben, er will einen politischen Umsturz erzwingen und Jesus sagt, ich bin ein König. Da haben wir es ja gehört. Verstehst du? Er hätte sagen können, nein, ich bin ganz harmlos. Leute, ich bin ganz harmlos. Ich bin Mystiker. Ich bin spirituell. Ich bin Geistlehrer. Das ist ein Spinner, den lassen wir laufen. Nein, er hat gesagt, ich bin ein König. So ist es aufgefallen. Das hat ihn ans Kreuz auch gebracht. Er hat das Zeugnis der Wahrheit nicht verwässert. Er hat es gebracht. Und er ist unser Vorbild darin. Er ist der wahre und treue Zeuge. Ein Zeuge ist jemand, der aus erster Hand etwas bezeugt. 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Das, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, das, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben bezüglich des Wortes des Lebens. Und das Leben ist erschienen, wir haben es gesehen und wir geben Zeugnis davon. Wir erklären es euch, dass dieses ewige Leben, das mit dem Vater war und das in uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben. Also immer wieder spricht er davon im Gleichen. Wir haben es gesehen, haben es gehört. Das bringen wir euch, das bezeugen wir euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Damit sagt der Johannes, ich bin ein Zeuge. Johannes hat im Kapitel 18 des Evangeliums Jesus als den treuen, wahren Zeugen uns vorgestellt. In dem Buch der Offenbarung hat Johannes gesagt, Jesus der wahre und treue Zeuge. Und er selbst zeigt sich als ein Zeuge, der bezeugt, was wir gesehen und gehört haben. Er steht in der gleichen Ausrichtung wie Jesus. Und er sagt, auch wir sollen treue Zeugen sein. Auch wir sollen weiter sagen, was wir gesehen, was wir gehört haben. Wir sollen den Beweis erbringen, um Tatsachen zu beweisen. Unser Zeugnis soll beweisen, dass Jesus lebt. Unser Zeugnis soll beweisen, dass Jesus immer noch am Wirken ist und immer noch da ist und er auferstanden ist von den Toten. Sonst wäre er heute nicht erfahrbar, wenn er noch im Grab wäre. Die Frage nun ist, sind wir glaubwürdig, sind wir vertrauenswürdig als Zeugen? Wenn du geheilt wurdest, wenn du befreit wurdest, wenn dein Leben sich geändert hat, aber hallo, dann hast du einen großartigen Beweis. Und wenn Leute dich kannten, was glaubst du, der Blinde, der da war, den alle sahen, der immer blind war, oder der Lahme vom Tempel, den alle Jahr ein Jahr aus sahen, als der rumsprang, ich glaube, der hatte ein glaubwürdiges Zeugnis vorzuweisen. Glaubst du nicht auch? Und wir haben es auch. Wir haben es auch. Menschen kennen uns früher, Menschen kennen Bianca früher, Menschen kennen Bianca heute. Wenn sie ehrlich sind, sagen sie, dass du so drauf bist, du stehst drauf, ist ein Wunder. Dass du noch am Leben bist, ist ein Wunder. Du bist ein Wunder auf zwei Beinen, Bianca. Ja, Halleluja. Und viele von uns sind das. Halleluja. Also, wir sind glaubwürdige Zeugen. Was sagt der Blinde? Eins weiß ich. Ich war blind und jetzt sehe ich. Was sage ich, war tot und jetzt lebe ich. Ich war am Ende und jetzt bin ich wieder gut drauf. Ich bin im Leben zurück. Und Leute werden das in deine Augen schauen und werden sagen, da ist was dran. Ich meine, die Silvia braucht uns das Bild von 20 Jahren her zeigen, wo sie 20 Jahre jünger war und mindestens 10 Jahre älter ausschaut, als sie heute ist. Da siehst du den Tod aus den Augen schauen. Ich glaube, dieses eine Bild genügt, um zu sagen, wenn ich dich heute anschaue, das ist eine andere Person. Du hast ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis. Ein Zeuge ist jemand,
ein lebendiges Zeugnis habt. Ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde. Und ein Zeuge legt glaubhaften Beweis vor, dass Christus lebt. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Er hilft uns dabei, das zu bezeugen. Er hilft uns, ins Gespräch zu kommen. Er hilft uns, dass wir uns einmischen. Er hilft, dass wir unsere Geschichte erzählen. Und Leute hören gern Geschichten, glaubt mir. Leute hören gern spektakulär. Und sagst du, ich habe nichts Spektakuläres. Ach, du bist geheilt worden. Ach, du bist Elfriede. Das ist mehr als spektakulär, würde ich sagen, was du erlebt hast. Ja. Du bist ein Wunder auf zwei Beinen. Amen. Halleluja. Ja. Du auch, Erhard, ja. Wenn es normal zuginge, wärst du nicht mehr da. Ja? Wir haben Zeugnis. Ja, Glück gehabt. Nein, die, bei denen man sagt, Glück gehabt, ist schon in der Erde. Ich habe Jesus gehabt. Amen. Und ein Zeuge ist jemand, der sagt, und ich bin treu, egal was es mich kostet. Und sie überwanden ihn durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses, und sie liebten ihr Leben nicht bis in den Tod. Das ist Offenbarung 12,11, auch wieder von Johannes geschrieben. Der hatte schon sehr mit dem Zeugnis beschäftigt, ja. Sie liebten ihr Leben nicht bis zum Tod. Und das zeigt einfach, wir geben nicht klein bei. Wir zeigen, wenn wir unser Leben nicht lieben bis zum Tod, dass uns was anderes wichtig ist. Dass uns dieser Jesus am wichtigsten ist. Wichtiger als unser eigenes Leben. Denn, wie der Johannes schreibt in 1. Johannes 2,17, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen. Und deswegen, es gibt was Wichtigeres selbst als unser Dasein, unsere Existenz hier auf dieser Seite des Himmels. Es gibt noch was Wichtigeres. Diese Welt wird vergehen. Aber wir sind auf Kurs Ewigkeit. Halleluja. Ja, und hast du keine Angst, dass du sterben könntest? Du kannst mir mit dem Himmel keine Angst einjagen. Amen. Halleluja. Wie können wir ein Zeuge sein, indem wir voll von der Kraft des Heiligen Geistes sind? Ihr werdet mein Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Ihr werdet Kraft empfangen. Kraft, Dynamis, Kraft, Vollmacht, Kraft, Durchschlagskraft in euren Worten. Warum haben wir den Heiligen Geist? Der entscheidende Punkt, warum wir den Heiligen Geist haben, ist es, damit wir Kraft haben, Jesus zu bezeugen. Das müssen wir mal sehen. Nicht einfach nur, dass wir den Heiligen Geist haben und ein bisschen Gegenwart Gottes spüren und Salbung spüren. Nein, Salbung ist für einen Job, damit wir einen Job erledigen, damit wir einen Auftrag ausführen, seine Zeugen zu sein, dass Jesus lebt. Nicht nur, dass wir den Heiligen Geist haben, ach, Zungenreden ist so schön, Zungengesang gefällt mir so sehr. Der Heilige Geist ist uns vor allen Dingen gegeben, damit wir seine Zeugen sein können. Ihr werdet meine Zeugen sein. Du bist nicht ein Zeuge von einer Glaubensrichtung, von einer Theologie, von einer Organisation. Du bist Zeuge von Jesus Christus. Amen. Dazu gebraucht dich der Heilige Geist, damit du Jesus verherrlichst und Seelen gewonnen werden, Verlorene errettet werden. Leider haben wir zu oft einen Rückzieher gemacht. Leider haben zu viele Christen es nicht zu ihrem Schwerpunkt gemacht. Aber das ist der Grund, warum wir den Heiligen Geist bekommen haben. Das ist unser Nummer 1 Auftrag. Verlorene zu erreichen mit unserem Zeugnis, mit unseren Erfahrungen. Und jeder hat Erfahrung mit Gott, oder? Wir haben alle was erlebt. Schreiben wir es uns auf und quatschen wir beim Einkaufen, fangen wir an zu reden, an der Ladentheke, an der Käsetheke. Fangen wir an bei Globus, wo immer wir sind. Fangen wir an, mit Leuten nicht über das Wetter zu reden, sondern du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Da ist es ein guter Einstieg. Du wirst sagen, du wirst glauben, was ich erlebt habe. Und du wirst sagen, es ist ungeheuerlich, aber es ist wahr. Amen.
Ja, Halleluja. Und schon bezeugst du den wunderbaren Gott. Du debattierst nicht mit Leuten, du sagst, was du gesehen, gehört und erlebt hast. Aber warum haben wir oft aufgehört zu bezeugen? Ja, wir denken, es interessiert keinen. Wir denken, wir lassen uns vom Feind ins Boxhorn jagen, einschüchtern. Und wir haben uns auch ablenken lassen. Aber heute sagt der Herr, kehre zurück zu deinem Auftrag. Lass dich nicht mehr stoppen, lass dich nicht mehr einbremsen, sondern fange an zu bezeugen, deine Geschichte zu erzählen, dass Jesus lebt. Und dazu ist es wichtig, dass du neuen Heiligen Geist begehrst, dass du neu Feuer haben willst, wie Matthäus 3,11 geschrieben steht. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker oder größer als ich, dessen Sandalen ich nicht würdig bin aufzulösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Er will uns den Heiligen Geist geben und er will uns Feuer geben. Wozu? Damit wir ein tolles Gefühl haben und Gänsehaut? Nein, damit wir seine Zeugen sind. Zeugen der Kraft, Zeugen, die brennen und Feuer haben und Leidenschaft haben. Wir wollen durch das Feuer in Leidenschaft brennen für die Verlorenen. Wir wollen durch das Feuer auch ein reines Herz haben, wo alles weggebrannt ist, was dem im Wege steht. Denn wir sind das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg ist, kann nicht verborgen sein. Noch entzündet man eine Lampe und stellt sie unter einen Scheffel, sondern man hebt sie auf den Leuchter, damit es das Licht scheine für alle, die im Haus sind. Lasst euer Licht scheinen vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel verherrlichen. Das ist unser Auftrag. Er will, dass unser Licht scheinen lassen. Wie lassen wir scheinen? Indem wir unser Zeugnis geben und bezeugen, was Wunderbares passiert. Denn wenn wir von Jesus anfangen zu reden, leuchtet unser Gesicht auf. Wenn du das Wetter redest, leuchtet dein Gesicht nicht auf. Und wenn du anfängst zu bezeugen, wie wunderbar der Herr ist, fängst du an zu strahlen. Du kannst dein Licht nicht leuchten lassen, wenn du nicht redest. Du musst reden. Du bist im Supermarkt und du bist quasi dort vor dem himmlischen Gerichtshof. Und du bezeugst als guter und treuer Zeuge den lebendigen Herrn Jesus Christus. Amen. Wir erleuchten diese dunkle Welt mit dem Licht des Evangeliums, des Königreiches. Aber wir können nur andere entzünden, wenn wir selber brennen. Wenn wir mit der Kraft gefüllt sind. Kein anderes Licht kann die Dunkelheit so erleuchten. Aber wir müssen unser Zeugnis ablegen. Was hast du erlebt? Was hast du gesehen? Was hast du erfahren? Hast du dich geschämt? Hast du dich geniert? Entscheide dich heute, dass du dich nicht mehr schämen willst. Dass du dich nicht mehr des Evangeliums schämen willst. Sondern entscheide dich, zu sagen, was du erlebt hast, gehört hast. Amen. Fang an, mit Leuten etwas zu sagen, was Gott dir bedeutet. Fang an, deine Geschichte zu erzählen. Fang an zu erzählen, wie der Herr deine Ehe geheilt hat. Fang an zu erzählen, wie er dich geheilt hat. Fang an zu erzählen, wie er dich getröstet hat in der Not. Und er wird die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wie können sie die Wahrheit erkennen, wenn du sie verschweigst? Wir müssen die Wahrheit bezeugen. Und vielleicht denkst du, ach, ich habe so viele Probleme in meinem Leben. Der Feind, der entmutigt mich immer. Ich glaube, ich habe nichts zu sagen. Ich habe Angst, was zu sagen. Alles Käse. Alles Pillepalle. Alles unwichtig. Wir haben ein Zeugnis. Wir haben einen lebendigen Herrn, der uns zu seinen Zeugen gemacht und berufen hat. Und wir schulden dieser Welt einen lebendigen Beweis.
von der Wahrheit, damit sie die Wahrheit erkennen, Jesus Christus, und die Wahrheit sie frei macht. Amen. Jesus Christus, bete mit mir. Jesus Christus, Jesus Christus. Vergib mir. Wo ich mich meiner Verantwortung entzogen habe. Und dich nicht bezeugt habe. Obwohl ich schon viel mit dir erlebt habe. Und obwohl ich so viele Menschen kenne. Die so Wunderbares mit dir erlebt haben. Ich habe so viel zu bezeugen. Ich habe so vieles gesehen und gehört. Und trotzdem habe ich geschwiegen. Danke, Herr Jesus Christus. Treuer und wahrer Zeuge. Du hast nicht gekniffen und geschwiegen vor Pilatus. Du hast nicht versucht, dich rauszuwinden. Wo Schweigen vorteilhafter erschienen wäre. Du hast mutig das Zeugnis abgelegt, dass du der König bist. Und ich will auch das Zeugnis ablegen, dass du der König bist, und dein Reich angebrochen ist. Ich möchte dein Zeuge sein. Ich möchte von deinem Evangelium sprechen, wo immer ich hinkomme. Jetzt greife ich hinein in den Bereich des Geistes. In den Bereich der Ewigkeit. Ich empfange jetzt neu Heiligen Geist und Feuer. Entzünde mich, Heiliger Geist. Steck mein Herz in Brand. Fülle mich neu und frisch mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Okay, jetzt bete ich für euch im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi löse ich los das Feuer Gottes. Im Namen Jesu Christi löse ich los die Kraft des Heiligen Geistes. Ich aktiviere in euch eine Kühnheit, einen Freimut, eine Freude, ein Sprudeln, dass ihr nicht aufhören könnt, dass ihr nicht schweigen könnt, so weiter zu sagen, was ihr gesehen und gehört habt. In Jesu Christi Namen. Danke, Heiliger Geist. Empfangt es jetzt. Empfangt es im Glauben. Der Herr entzündet euch neu. Der Herr stärkt euch neu. Ihr werdet Zeugen sein. Ihr werdet nicht das jetzt einschlafen lassen, sondern ihr werdet morgen, übermorgen und in den kommenden Wochen seine Zeugen sein. Amen.